Euer Küken und damit recht herzlich willkommen auf unserem rostigen Kanal und zu einem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen mit der gemachten Unity Engine Angel Maker. Der Gesetzmacher. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier alles nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen Dank, Freunde, für eure Hilfe. Angel Maker. Options kann man noch nicht. Ist noch eine Demo-Version und wir spielen jetzt einfach mal The Angel Maker. Angel Maker ist ja auch ein Name für eine Pistole, glaube ich, aus den damaligen Westernzeiten. Kopenhagen 1916. Wir sind also in Kopenhagen. The First Night. Die erste Nacht. Suche das Licht der Engel. Also spielt im letzten Jahrhundert. Ich kann auch nichts machen. Wow. Login klickt hier eine. Diamond Key. I. Ah, muss ich den erst anklicken und dann kann man ihn nehmen. Wir haben einen blauen Diamanten. Ah, warte mal. Ja, und von der Blöder. Take the blue diamond key. The left hand opens the door to the living room. Dagmar. Alright. Escape. Mit Rechtsklick, alles klar. Kann ich da noch was anderes grabben? Vielleicht ein Licht? Das Licht kann ich nicht nehmen. Ich bräuchte eine Flashlight oder irgendwas. Ich schau mich mal erstmal hier ein bisschen noch in der Butze hier um. Wart ja schon mal in Kopenhagen. Ah, cool, ich finde die Hallen zu cool. Nice. Rabbit. Wir gehen erst. Nice. Kopenhagen ist Schweden, oder? Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. One of Dagmar's weird bedtime stories. The first wearing blue fell in well. There are three little children playing in the woods. The second. Also, blau, rot, grün, gelb. Muss ich mal aufschreiben. I must know this. Mal aufschreiben. Blau. Rot, grün, gelb. Grün. Gelb. Ich verstehe es eh nicht, was er hier von mir will. Mit Rechtsklick macht man es dann wieder weg. Aber es sieht schon mal cool aus. Für eine Demo. Diese alten Fotos. Hey, Kopenhagen. Oh, sweet. Kopenhagen? Nee, Dänemark. Dänemark. Dänemark ist doch Kopenhagen, oder? Dansk? Oh, sweet. Dansk? Kopenhagen? Dänemark? Ich hab ja Splä. Wir haben eine Zahlenkombination.
komme nur mit einer Kombi rein. Kann ich eigentlich crouchen? Nein. Aber rein können wir. Komme ich auch nicht rein. Es hat eine gute Atmosphäre, eine ziemlich ruhige. Sieht cool aus für Unity Engine. Nice. Wir sind also mitten in der Stadt. Wir sind im Stadtgebäude. Ein blauer Diamant. Also die Animation finde ich cool. Hier 6, 18 ist zu viel. Ich habe gedacht, hier gibt es vielleicht eine Lösung für das. Ein Schuh. Vier. A black child sei. Vier. Aufschreiben. Vier. Schwarzer Kinderschuh. Oh, die sieht aber grimmig aus. Die sieht aber grimmig aus. Leute, da kriegst du gerade Angst und Bange. Oder zumachen. Also auf jeden Fall eine gute Atmosphäre. Kronen, schwedische Kronen. 5 Jahre alt. Blue. 3. Aufschreiben. 3. Blau. Schwarz. Mal alles aufschreiben, alles Notice. Bezahlen. Sie haben für was bezahlt, aber für was? Ach, die Tür geht auch nach außen auf. Für was bezahlen Kinder? Hier ist nicht. Müsste halt jetzt noch wissen, wie dann die Reihenfolge ist von der Zahlenkombination. Extra Chrono. Ich verstehe halt kein Englisch. Mein Englisch ist so bad. I need a toolbox to fix it. Wir brauchen eine Toolbox. Das Filmgerät abspielen zu können. Ich denke mal, es ist eine alte Kamera, Videokamera. Warum sind hier überall Löcher drin? Das war ja klar. Wir brauchen eine Toolbox. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier nicht durchkomme, what's going on? Ich komme ja nirgends durch, Leute. Es gibt ja keinen Weg nach draußen. Und wir haben ja im Prinzip schon alles erkundet. Habe ich wieder irgendwas übersehen? Springen können wir nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist rein. Die Bilder könnte man auch mal gerade aufhängen. Ein schwarzer Junge.
Also ein Junge aus einem anderen Land, andere Kontinent. Was habe ich übersehen, Leute? The box hängt vom Dick. Seems is suspend through the wall. Ich komme aber nicht hin, ich kann sich greifen. Man bräuchte irgendwas zum Abschneiden. Give it to me. Ich bin zu klein. I love it. Great game. Rot. Rot ist eins. Eins ist rot. Man bräuchte noch eine Info halt. Von der Anordnung her. Wahrscheinlich bekommt man hier dann eine Tool. Was? Ah, wir haben die Toolbox. Wir können wieder zurück, Leute. Wir haben die Toolbox. Wir können denn das Filmgerät wieder reparieren. To repair right mouse button to leave. Nicht da. Er hat uns die Tür geöffnet. But I need a Ruby Crew. God damn it. Few bastard children. What? Basement. Die hat sie im Keller eingesperrt, wo sie den Rest von ihrem miserablen Leben bleiben soll. What? What the hell? Jesus, was ist das für eine kranke Umgebung hier? Ich gehe erstmal links rum. Mit meinem Messer. Und das wird wahrscheinlich auch dann die Box sein, wo wir nicht rankommen. The Box. Wir brauchen aber was Scharfes. Jeez. Ich brauche ja was Scharfes. Irgendein Messer oder irgendwas. Aber woher nehme ich das jetzt? Ich denke mal, dass in dem anderen die Lösung steckt. In der Tool, hinter dem, was verschlossen ist. Ich kann halt auch hier leider keine Schränke aufmachen.
Er geht nicht mehr aus. Jetzt ist halt das Problem, ich stehe schon wieder vor einem Rätsel. Wir bräuchten irgendwas Scharfes. Ein Messer. Das war ja die Tür. Nirgends sonst rein. Alles verschlossen. Oh, ist das cool. Eine Atmosphäre so richtig schön ruhig. Man braucht keine Jumpscare. Die Atmosphäre von dem Spiel ist einfach. A Brown. Seven. 7. Vier, drei, eins, sieben. Vier, drei, eins, sieben. Vier, drei, eins, sieben. Nee. Leute, wir haben jetzt einen schwarzen, einen blauen, einen roten. 1, 3, 7. Eins, drei, vier, nein, auch nicht. Sieben, vier, eins, drei. Es öffnet sich nichts. Eins. Es ist halt 41437. Geht auch nicht auf. Oh, wenn man zu schnell ist, dann ist man einfach zu schnell. Geht auch nicht auf. Nicht auf. Eins. Nee, ich mach mal drei. Sieben. Eins. Vier. Auch nicht. Ich weiß nicht, Leute. Das ist halt, man kann hier unzählige Kombinationen ausprobieren und ich weiß es nicht, wie oder was. Ich hab halt keinerlei Ahnung. Es ist ein Glücksspiel jetzt hier irgendwas rauszufinden oder auch nicht. Ihr seht es ja selber.
What the hell? Hat man Glück, hat man kein Glück? Man kann da durchprobieren und bis zum Verlust der Muttersprache oder was weiß ich. Es wird doch nicht gehen. Ich bin einfach nur jetzt unglücklich darüber, über die ganze Situation. Weil jetzt haben wir so lange gespielt und jetzt stehen wir hier und wissen nicht, was des Rätsels Lösung, versteht ihr? Schade, schade, schade. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich eine Info bekommen habe. Zu dem Ganzen. Spielen. Es gibt mir halt keine Infos. Oder ich habe sie übersehen und bin einfach doof. Ich habe keine Ahnung. Habe ich was übersehen? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Cooles Game. Ein schönes Spiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Quit to Menu. Wir gehen mal zurück ins Menü. Freunde, das war Angel Maker. Eine coole Demo. Coole Elemente. Ich hoffe, der Entwickler macht an dem Spiel weiter. Weil dann könnte es richtig was Gutes werden, finde ich. Story cool, die Features cool, nur eben mit so Zahlenkombinationen und mit dem Englischen, ich bin halt dann los, aber macht ja nichts, ich hoffe, ich habe Spaß und ihr habt Spaß. Wir bedanken uns bei euch, was zugesehen würden und uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet auf unserem Roasting-Kanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur das Köpfchen drücken, press the Add-Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt einfach Spaß und passt bitte auf euch auf. Bleibt gesund, ja. Schützt euch. Sagt schön mit den Finger, die Karotz. Euer Sam-Teil, die Dominion, der Rest Radlband und Rosti, natürlich der ältere Herr. Das bin ich. Thank you. Goodbye. Good night.